Hallo, willkommen zurück. Ich sehe ein bisschen zerwuselt aus, weil ich gerade aus dem Regen komme, aber stört euch daran nicht, denn darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, sondern ich habe einen ganz kleinen Mini-Haul. Ich war mal wieder einkaufen bei DM und bei Ihr Platz, und wenn ich da einkaufen gehe, nehme ich immer einen Teil mit mindestens, also diesmal zwei, drei Teile. Ich habe vor ein paar Tagen endlich mal beim Ihr Platz, weil ich nach Catrice Sachen schauen wollte und nach der Papagena LE, die da immer noch nicht steht, aber sei es drum, habe ich endlich mal nach Wochen des Ausverkauftseins und nie erhältlich Seins den Essence Nail Art Special Effect Topper Circus Konfetti bekommen. Er war der einzige seiner Art und ich habe sofort zugegriffen. Das ist dieser ganz bunte, flittrige. Wie wirklich, den habe ich noch auf meinen Zehennägeln, aber die erspare ich euch heute mal. Und ja, ich war, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass ich beim Ihr Platz gewesen bin, und das allererste Mal, dass der nicht ganz ausverkauft war und ich die allerletzte Flasche ergattern konnte. Also, sehr schön. Und wo wir gerade schon bei Essence sind, habe ich mir vor ein paar Tagen bei DM den Essence Nail Art Stampy Polish geholt, in einfach nur weiß. Hat der irgendwie noch einen Namen? Stamp Me White. Das ist dieser, jener, welcher. Der kostet 1,45. Ich weiß gerade nicht mehr, was das hier kostet, weil ich da den Bon nicht mehr habe. Und zwar ist es ein weißer, deckender, dickflüssiger Nagellack, mit dem man diese Stempelgeschichten macht. Ich überlege gerade, welchen von meinen verkorksten Fingernägeln ich euch mal zeigen kann. Das ist der lila-braune Nagellack aus der Rock Me LE. Das ist Chanel Cosmo, Cosmetic Cosmo Dupe ist. Dieser braun-lilane. Und da habe ich mir Blümchen drauf gestempelt. Mit meiner neuen Errungenschaft. Dem Stampy Weiß Zeugs. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Dann auch noch geholt habe ich mir mein Duschgel. Das, was ich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz oft benutze. Von Alverde Naturkosmetik. Hausmarke von DM. Das ist die Sorte Pflegedusche Grapefruit Bambus. Und es riecht wirklich ganz frisch, fruchtig, süßig. Ja, süß. Frisch, fruchtig, süßlich. Bambus rieche ich jetzt nicht wirklich raus, aber das stört mich auch nicht. Und Ökotest sehr gut und bla bla bla. Und hast du nicht gesehen, das ist ein ganz durchsichtiges, klares Duschgel. 250 Milliliter Pulle. Ich glaube, kostet 1,75 oder so. Und da habe ich doch tatsächlich gesehen, dass es von Alverde eine neue LE gibt. Mit Hippie Deluxe heißt die, glaube ich. Also immer noch Alverde Naturkosmetik von DM Hausmarke. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene Sachen. Einen knallroten Lipgloss. Den fand ich auch ganz interessant, aber den würde ich nicht tragen, deswegen habe ich nicht mitgenommen. Dann ein mir leider zu dunkles Schimmerpuder in Puder, also in nicht gepresst, also in lose Puder. Dann gab es noch normale Lidschatten-Quadros, zwei Stück. Einer in Flieder-Lila Farben und einer mit so Brauntönen. Gibt alles in Tester, total genial. Super, Alverde, Dankeschön. Alles mit Tester, finde ich super. Die geben alle ganz toll Farbe ab, die haben mir sehr gut gefallen, auch von der Konsistenz her und so. Es waren halt nur nicht meine Farben. Was aber total meine Farbe ist, was ich in der Form so auch noch nicht ganz habe. Es gab noch drei, glaube ich, gebackene Lidschatten in Solo-Form. Und davon habe ich mir mitgenommen die Nummer 04 Pearly Lilac. Das sieht dann so aus, ist in so einem kleinen grünen Alverde-Döschen. Kennen wir ja alle schon zu Genüge. Also Pearly Lilac sieht so aus. Und den werde ich euch jetzt mal hier auf dem Finger zeigen. Und dann einmal hier auf der Hand. Farbe, ein wunderschöner Schimmer. Gefällt mir sehr gut. So, gebackener Lidschatten. Herrlich. Den musste ich mir mitnehmen.
Habe ich schon erwähnt, was der kostet? Habe ich noch nicht, glaube ich. Ich schaue mal eben. Der gebackene Lidschatten kostet 2,95 Euro. Toll. Dann gab es noch zwei verschiedene Liquid Blushes. Also es heißt offiziell Liquid Rouge und Lips. Gibt es einmal in Knallerot und einmal in Happy Pink. Happy Pink Nummer 2 habe ich mir geholt. Es ist mit Mango-Extrakt. Es kostet 3,45 Euro. Und ich bin noch ein wenig skeptisch. Ich habe es im Laden geswatcht, auf der Hand. Natürlich verhält sich die Hand immer ein bisschen anders als das Gesicht. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch hier aufgetragen, was man, glaube ich, jetzt nicht sehen kann. Mal auf die Wangen so ein bisschen. Es ist wahnsinnig schier, wenn man es verteilt, also verblendet. Ich habe es auf den Lippen benutzt. Das ist nicht zu empfehlen, von meiner Warte aus. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Nee, ich glaube mal nicht. Wir machen das jetzt nochmal hier ganz nah. Warte mal, wo ist denn meine... Hier, nochmal ranzoomen. Hallo. So, haben wir hier, ne? Ja, zu nah dran. Wie ein Nagellack kommt das daher, mit einem Pinselchen. Und dieser ziemlich flüssigen Angelegenheit. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Im Moment ist das noch flüssig, aber dauert nur noch eine Minute, dann passiert etwas, was ich total blöd finde. Und darauf warten wir noch ganz kurz, dann kann ich euch das mal zeigen. Es riecht übrigens, finde ich, wie so ein Mango-Joghurt. Nee, also Fruchtjoghurt, also ganz komisch. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Das wird total klebrig. Komplett mega super kleb. Wenn ich einfach nur spreche und das wegignoriere, dann ist das auch nicht gar nicht tragisch. Aber wenn ich nur mache und meine Lippen kleben aneinander, als hätte ich Kleber darauf geschmiert, finde ich das ganz schön eklig. Also lassen wir das mit dem End Lips mal komplett weg. Ach ja, übrigens, wenn man damit so ein bisschen rumspielt, verfärbt das irgendwann die Finger, obwohl das, wie gesagt, sehr schier ist. Und um euch das zu zeigen, gebe ich das nochmal ganz kurz hier auf meinen Handrücken. Hier einmal so. Einmal drüber gematscht. Dann sieht das so aus. Und wenn wir das jetzt verblenden. Dann sehen wir fast gar nichts mehr. Ich finde es echt vergleichbar mit dem Essence Blossoms LE. Rouge. Das ist aber wesentlich fester an der Konsistenz. Aber auch hier das gleiche Spiel. Wenn man das verblendet, mal eben ganz kurz, muss ich selber gucken. So, wenn man das verblendet, ist es so gut wie verschwunden. Aber auch das konnte man ja schichten. Deswegen habe ich große Hoffnungen, dass wir das hier auch schichten können, das von Alverde. Aber ich würde es nicht mehr auf die Lippen machen. Ich finde das auch im Moment gerade ziemlich eklig. So, das ist das Liquid Blush. Ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen mehr Farbe abgibt, also dass es hinterher so aussieht. Aber egal. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich glaube, ich bin durch. Ein kleiner Mini-Haul. Also ich glaube, die gebackenen Lidschatten, die kann ich euch echt empfehlen. Bei dem, da muss man ein bisschen leidensfähig sein dafür, glaube ich. Oder wenn man hier voll drauf steht, dann ist das hier bestimmt auch eine gute Alternative. Und wie gesagt, das hier gibt es auch nochmal in Knallerot. Das ist dann auch nicht ganz so schier, aber es ist immer noch schier, wenn man es verteilt. Und man muss es verteilen, weil es sehr flüssig ist. Super flüssig. Bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen quatsche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.